Das kommt Robert alles spanisch vor. Weil der TV-Millionär in Madrid zu Unrecht im Knast saß, will der 57-Jährige jetzt den spanischen Staat verklagen. Ja Leute, so jetzt geht's ab nach Hause aus dem Schlaraffenland, weil das geht überhaupt nicht. Die Leute kriegen nichts zu essen, die Leute kriegen kein Wasser. Robert Geiss kam vergangenen Sonntag wegen eines verjährten Haftbefehls 27 Stunden in U-Haft. Laut Geiss menschenunwürdig und freiheitsberaubend. Dem Land Spanien droht er deshalb jetzt mit einem Nachspiel.